Nicht, warte mal, kommen die da nicht hin, oder was? Die müssten doch da locker hinkommen. Ja, die haben nur zu wenig Leute, um die ganzen Straftaten in Blauberg hier auf dem Schirm zu haben. Hier passieren so viele Straftaten. Eine Sache wollte ich noch mal ganz kurz gucken, und zwar bei den Spieleinstellungen. Geht mittlerweile Wasser ab Wasser? Nee, noch nicht. Ja, immer noch die Loyalitätsprobleme. Das wird aber relativ schnell gelöst, denke ich. Ich mache mir bloß Sorgen, wenn hier weitere Gebäude hochgezogen werden, dass uns das gegebenenfalls echt zum Problem werden kann, wenn die Gebäude hier noch fertig werden. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich denke, es wäre durchaus hilfreich und sinnvoll, wenn Nein erstmal seine Hypes bekommen würde. Und zwar für den 3. Monat im Prime Resub. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Hier ist noch ein bisschen weniger. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt hier auch nochmal einen großen Wärmetauscher her. Der kann auch sehr, sehr viel abgreifen. Und der kriegt jetzt erstmal unterirdisch schön ein paar Röhrchen. Haben wir nicht hier irgendwo eine Linie, eine Leitung langlaufen? Hier, ne? Warte mal kurz, kann ich mit der mitgehen? Ne, ich muss auf der anderen Seite rauskommen. So muss ich da ran. Dann kann ich nämlich schön mit der Leitung hier mitgehen. Ups. Ah, hat geklappt. So. Dann können die das nämlich schön mitbauen. Im Stau. Schon wieder. Ich glaube, aus irgendeinem Grund sind hier zu viele Fahrzeuge. Kann das sein? Komisch. Sehr komisch. Ich lasse die zweimal frei. Weil es jedes Jahr Stau gibt. Muss mal weg. Bis gleich dann, Leonberger Löwen. Schon wieder kein Öl vorhanden, oder was? Doch, wir haben sogar noch ein bisschen was. Hier wird abgetankt gerade. Und hier wird Bitumen aufgetankt. Bitumen ist eine knappe Geschichte eigentlich. Sprit haben wir mehr als genug, aber kein Spritzug gerade da. Okay. Lauren, einen wunderschönen guten Abend. So. Bobbelchen, Dankeschön für deinen Prime Resub im 8. Danke für tolle Unterhaltung. Vielen lieben Dank für deinen Prime Resub. Dankeschön. Sag mal, da kommt ein Zug. Das ist der andere. Das ist der Kumpelzug. Hier, guck an. Der nimmt Treibstoff mit 700 Tonnen, wenn alles gut geht. Der andere Kumpel, der kann jetzt nicht mehr weiter tanken. Das ist jetzt so eins von diesen Dingern, ne? Das ist jetzt so ein Teil. Das heißt, durch den Zug wird der jetzt weiter betankt, weil der die 700 Tonnen hier rausnimmt aus dem Tank hier. Und dann kann der wieder weiter produzieren. Das heißt, ohne den Zug wird der andere auch nicht voll. Das ist jetzt genau das System, was wir haben wollten. Ein Spritlager für schlechte Zeiten. Ja, wobei das Problem wird sich immer wieder so ergeben. Wir produzieren wahnsinnig viel Sprit. Was auch gut ist, weil der Sprit ja auch einen super Verkaufswert hat. Na, das ist schon wichtig. So, hier oben ist die Zufriedenheit noch ein Problem. Niemand wohnt hier, das ist schlecht. Konnten keine Kirche besuchen. Ja, komm. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Butter bei die Zwergenfische machen. Ne? Also es hilft ja nichts. Kirche. So. Im Übrigen, für all diejenigen, die immer wieder, auch für diejenigen, die das jetzt als nachträglich auf YouTube gucken, gar keinen Stress, Freunde. Wenn euch der ein oder andere unter euch, wenn dem ein oder anderen unter euch unter Umständen möglicherweise die Mods interessieren, die hier im Spiel drinnen sind, auf zwergtube.de gibt es einen Artikel über Workers and Resources Mods. Da könnt ihr euch die nämlich ganz einfach holen, wenn ihr die wollt. Na, also die verlinken euch auf eine Steam-Kollektion.
Und einfach auf zwergtyp.de gehen und dann findet ihr das schon. Luxdani, einen wunderschönen Hallöchen. So, Arbeitslosigkeit hier bei Parzenberg schon wieder zu hoch. Das ist immer noch das gleiche Problem. Können die mittlerweile in die Schule gehen von hier aus? Reicht immer noch nicht, ne? Es reicht einfach nicht. Die können von hier eigentlich direkt durchlaufen, ne? Das nutzen sie eigentlich nicht so wirklich. Weil die hinten keinen Ausgang hintenrum aus dem Haus haben. Vielleicht ist das der Meter, der fehlt. Ich mach mal kurz das Ding hier weg. Dann gibt es hier noch einen sauberen Weg durch. Das klappt. Genau, aber die können nämlich dann mit dem Weg, können die vielleicht den Meter noch schaffen. Produktion gestoppt hier oben, okay. Selbst wenn wäre hier zu wenig Kohle da. Stehen hier Arbeiter? Nein, keine. Hier wohnen aber Leute. Okay, die Essensproblematik hier ist zu hoch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das jetzt hier mal ein bisschen anfeuern. So, und dann muss das jetzt hier an die Logistik ran. Die beladen mit Getreide, die entladen nicht. Warte kurz. Die hier sind unsere Lebensmittelversorgung. So. Das heißt, hier sollten jetzt eigentlich Leute zum Schnabulieren kommen. Ja, da kommt auch hier Auto. Auto. So, hier sollten dann eben viele Leute auch einkaufen dürfen. Schauen wir mal, ob das klappt auf Dauer. Was wurde denn heute schon gebaut? Relativ viel sogar, Lauren, aber da kommst du schon noch rein. Das ist kein Problem. Okay, das wird schon. Jetzt schauen wir mal, hier gehen auf jeden Fall wahnsinnig viele Leute. Es dürfen nur 8 einkaufen. Aber das wird besser in dem Moment, wo hier jetzt Leute ihre Bedürfnisse befriedigen konnten. Die haben nämlich super schlechte Zufriedenheit hier. Im Zweifel kriegen wir das aber auf die Reihe. Schaffen es die bis zu dem Laden hier oben? Nein. 350 ist der Weg, ne? Warte mal kurz, die müssen... Wie laufen denn die? Die laufen hinten rum raus und dann darüber. Das ist natürlich der blödste Weg, den man machen kann, ne? Das ist natürlich der blödste Weg, den du laufen kannst. Diese Zwischenwege hier sind auch noch nicht ready. Die werden auch nie ready werden. So. Und hier unterirdisch läuft schon eine Verbindungsstraße hier vorne. Aber die unterstützt nicht diese Häuser hier hinten nach da drüben. Puh, das wird spannend. Eine ganz niedrige Zufriedenheit. Okay. Wie kriege ich... Also ich muss hier unten eigentlich fast noch eine Einkaufsmöglichkeit schaffen für unsere Bürgers. Ja.
So, dann holen wir uns mal ganz kurz nochmal den Versorgungsgeschichte. So, dann haben wir hier unten noch einen Shop, eine Shopping-Geschichte. Was? Kein Pfad? Jetzt aber. So, dann können die nämlich da theoretisch auch einkaufen gehen. Dann geht's denen nämlich auch besser. Dann freuen die sich nämlich auch. Eine Haltestelle. Da dürfen theoretisch Leute Bus fahren, aber das Problem wird das sein, dass hier viel zu viel Bedarf herrscht an Versorgung, dass die gar nicht ans Arbeiten denken, dass die quasi die Arbeitstätigkeit hier komplett einstellen. Und das wird jetzt nach und nach besser werden. Hoffe ich zumindest. Und dann werden hier auch wieder mehr Kinder auch überall untergebracht. Ich hoffe es zumindest. Und vor allem die Schule müsste eigentlich besser besucht werden, wenn die dann hier diese ganzen Probleme gelöst bekommen. Blauberger Baukonstruktions. Okay. So. Blauberger geben alles. Hier oben ist auch die Zufriedenheit niedrig. Kulturen konnten sie nicht genießen und so weiter. Das ist aber ein gängiges Problem, weil natürlich jetzt hier der ganze zentrale Bereich fehlt. Das heißt, wir werden auch hier schauen, dass wir mehr Leuten, vor allem Kultur und so weiter, zur Verfügung stellen müssen. Kommen die eigentlich ohne weiteres darüber? Ich glaube tatsächlich, sie kommen da nicht hin, oder? Doch, sie kommen dahin. Es liegt aber daran, dass hier der alte Stadtbereich hier eigentlich auch noch weg muss. So. Hier ist ein Haken, dass Arbeiter hin dürfen. Passagiere nur nicht. Nur keine Passagiere gerade. Dip. Echt jetzt, ich kann hier nichts anbauen, oder was? Na komm. So. Ich sollte den Weg hier etwas bereinigen. Aber dass wir hier noch nicht raus dürfen, das ist ein bisschen dämlich. Ich glaube aber, das liegt an der Straße selber. Schauen wir mal, die kann sein, dass die nochmal dann abgerissen werden muss später. Ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Ja, okay, wird schon. So. Lass mal das vorsichtig weiterbauen. Dürfen auch die Blauberger, wie gesagt, gerne sofort ran an die Buletten. So. Wie gesagt, das Problem ist, dass die Energie nicht reicht, aber grundsätzlich reicht uns die Kohle eigentlich nicht. Es liegt, Blauberg kann seinen eigentlichen Auftrag deswegen schon nicht erfüllen, weil die einen grundsätzlich irrsinnigen Mangel haben. So, jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, okay, Parzenberger, greift mal unter die Arme, vor allem aus diesem Wohnhaus, was jetzt endlich in die Schule gehen darf. Ja, super gut. Okay, Gott sei Dank. So, haben wir hier 6 Arbeiter ohne Job, 10, 18 ohne Job, 24, da, hier, das ist prädestiniert, um umziehen zu dürfen. Wir holen uns jetzt mal richtig qualifiziertes Parzenberger Fachpersonal. So, jetzt haben wir zum einen erstmal einen Haufen mehr Arbeitskräfte hier. Das heißt, wir können den Bedarf hier auch ganz anders decken, weil hier einfach mehr Verkäufer und Leute drinnen sind. Das ist eine ganz wichtige Nummer. Die Heizungsverfügbarkeit ist gut. Loyalität ist niedrig, das ist ein grundsätzliches Problem. Aber auch hier müssen wir mal den Bürgern gestatten, weil das haben wir abgerissen gehabt. Aber wir müssen es den Leuten erlauben, zumindest technisch gesehen,
dass man hier überhaupt hinkommt. Wie hoch ist da die Höhe? Es geht sogar. Warte kurz. Das können wir doch von der Seite bestimmt auch machen, oder? Von dem Turm aus ist der Weg am günstigsten. So, wir machen das mal. Wir bauen eine leichte Verbindungsstrecke an. Das soll hier natürlich dann auch später alles neu gebaut werden. Aber dazu muss erstmal eine vernünftige Neustadt her. Hier ist ein Elektrizitätsproblem. Nö, das passt. Okay, der Parzenberger Lebensmittelmarkt ist kurz vorm Ende, ja. Das ist die nächste Baustelle, diesen ganzen Bereich hier mal neu zu gestalten. Haben wir aber noch nicht, machen wir jetzt erst noch nicht. Die kommen jetzt damit schon zurecht, zumindest für den Moment. Was wir auch brauchen werden, ist erstmal für unsere Wohngebäude brauchen wir so ein paar Kleinigkeiten. Fußballplatz. Oh, das wäre halt geil, ne? Hier einen Fußballplatz rein. Blauberger spielen unheimlich leidenschaftlich gerne Fußball, habe ich gelesen. In einer Fachzeitschrift. So. Deswegen im Blauberg als erste Stadt, die sich ja einem eigenen Stadion sozusagen verschrieben hat, finde ich, ist es auch nur legitim zu sagen, okay, dann kriegen die auch mal ein paar Fußballplätze, mal abgesehen davon, dass die riesen Sporthallen haben, ja. Darum geht es ja aber gar nicht. Fußballplätze für den Sommer, ja, zum draußen sein, auch wenn unsere Sporthallen natürlich purer Luxus sind hier. Schau euch diese wunderschönen Hallen hier an. Okay, ich glaube, du bist so, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel im Heist. So, das wird auch besser hier. Wie sieht es bei euch aus? Kommt ihr langsam besser zurecht? Naja gut, das dauert jetzt ein bisschen. Wir lassen natürlich die Straßenteile auch noch liegen. Da helfen auch gerne die Parzenberger Kumpels. Weil das nämlich wichtig ist, dass die fertig werden. Ein Gebäude brennt. Nein, wieso denn schon wieder? In... Lippograd Ost. Unangenehm. Ah, Feuerwehr ist schon da. Ich hoffe, das reicht. Ja, easy. Wunderhübsch. Sind ja auch nur Ziegel, ne? Sind ja auch nur Ziegel. So, Loyalität ist niedrig. Immer noch hier. Trotz dieses wunderhübschen Geräts, das extrem weit strahlt. Lego mio. Dieser Obelisk ist halt schon absolut übermäßig, ne? Wir wissen halt nicht, wie viel die Loyalität hier ist, aber die Zufriedenheit ist halt Katastrophe, ne? So. Jetzt schauen wir mal, ob das mit der Kirche jetzt endlich das Problem hier löst. Schauen wir mal. Na, hier gehen schon die ersten rein. Ich hoffe tatsächlich, geht das auch von hier? Ja, die können auch sogar rüberlaufen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann sollte das Problem jetzt schon mal gelöst sein. Nicht zur Schule gehen, weil es keine Schule gibt. Puh. Ja. Ja, nee. Ja, nee. Ist klar. Verdammt. Diese Schule ist von der Seite nicht anständig angebunden. Wir könnten das realisieren. Möglicherweise. Warte mal, hier läuft noch eine alte Trasse lang, die wir umgestalten könnten. Einmal hier. Dann reißen wir den alten Fußgängerweg hier unten ab. Und den hier auch, weil der ist definitiv drunter. So. Und dann gehen wir von hier aus hier rüber.
und schließen da quer an. Das könnte auch gut gehen. Ja. Könnte sein, dass das das Problem hier auch löst. Oh, Tor, das ist aber super weit, ne? Also das ist schon 2 Kilometer, schon echt viel. So, hier ist die Wärme, es läuft. So, keine Kultur genießen. Das ist das Problem hier hinten, ne? Aber die kommen theoretisch dahin. Das passt. Hier, Einkauf geht auch noch, klar. Aber Kultur. Ich bin dafür. Können wir das hier noch rein? Das schaut aus, als würde das fast reinpassen, ne? Wenn wir die eine Straße hier neu machen würden, dann wird's gehen. Könnten wir hier noch so ein Amphitheater reinbasteln. Für so den kulturellen Austausch innerhalb der Blauberger Genossenschaft. So. Okay. Ah, die Zufriedenheit. Was können wir noch verbessern hier? Kein Sport. Wobei, Sport müssten die jetzt auch können, ne? Ja. Easy, die haben ja jetzt hier diesen riesen Platz hier. Wir reduzieren mal die Kosten für diese monumentale Prachtbaute. So. So, das heißt, das müsste sich jetzt möglicherweise auch lösen lassen hier. Können ja auch viele Leute rein, tatsächlich. So, Sportart, Kultur, Kneipe. Ja, Kneipe, ey. Kneipe, ey, Chat. Das mit der Kneipe ist ein Problem. Ja, ich weiß, ist ein Problem. Hier vielleicht. Die werden wir eh brauchen. Weil in Blauberg ist natürlich gehört es zum guten Ton, wenn du eine Kneipe hast, ne? Also, wenn du bei einer Kneipe bist und erstmal ordentlich abends deinen... Hä? Oh no, weil die da unten das Ding bauen oder was? Naja, okay. Ich glaube, daran lag das jetzt. Schauen wir mal. Hä? Da geht doch sonst nichts mehr lang. Oder liegt das einfach zu hoch? Oh, das ist ja dämlich. Warte kurz. Ah, nein, die Seilbahn ist es. Es ist die Seilbahn. Ja, Energy schreibt es auch gerade. Unangenehm. Sehr unangenehm. Und da kriegen wir es nicht rein, weil... nah dran, ne? Nee, keine Chance. Ey, Markus, dankeschön! Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an NRG2 Twitch. Vielen lieben Dank, Markus, für deinen Verschenken an Energy Twitch. Ey, das ist saulieb von dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Support an der Stelle. So. Das sollte jetzt unser Problem hier oben lösen. So, dann hier.
So, und dann kommen die Blauberger, die Lippograder auch nochmal zum Einsatz. Die dürfen wir nämlich auch hier unterstützen. Damit das jetzt ein bisschen schneller geht mit den Kneipen. Die müssen ja dann auch noch extern Sprit kassieren. Das heißt, die müssen wir an das Spritnetz anschließen, was wir hier haben, wobei die noch ordentlich Luft nach oben haben. Okay. Also wir verbessern grundsätzlich die Lebensbedingungen hier in Blauberg sehr. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Unangenehm. Warte mal kurz. Das muss weg nochmal. Das muss weg. Diese Dinger sind zwar ganz nett gedacht, verkaufen aber keine elektronischen Geräte. Ah, das habe ich nicht bedacht. Hier, Warenhaus. Die haben Kleidung und Elektronik und die haben das nicht. Die sind reiner... Oh, no. Okay, das klappt auch nicht. Unangenehm. Das wäre aber eher an so einer Straßenkreuzung wäre das irgendwie gut. Das passt mir nicht so ganz ins Konzept. Das ist ein riesen Einkaufszentrum. Warte mal kurz, der Markt kann das auch, ne? Der kann das auch. Okay, der ist ein bisschen kleiner, das passt mir auch ins Konzept ganz gut. So. Ein Konsumtempel! Ja, hallo. Unsere kleinen Zwerglein wollen warme Klamotten haben. Und das hier müssen wir auch noch abreißen, können wir aber jetzt gerade im Moment nicht. Weil dann löst sich nämlich hier auch einiges an Problemen nochmal. Ich lasse jetzt erstmal die Jungs das machen, weil das ist jetzt schon viel Bauauftrag auf einmal. Hier oben wird auch schon kräftig gebaut. Also Blauberg ist in einem massiven Ausbau hoch, ne? Also Blauberg selber, ja, kann man sagen, das läuft, ne? Und Chat, bei euch so? Was sagt ihr, Blauberger? Blauberger anwesend? So ein, zwei vielleicht? Wer wohnt in dieser wundersamen Stadt? Von euch aus dem Chat? Oh, Stefan ist von Blauberg. Ah, okay. Ein echter Blauberger quasi. Ein Blauberger der ersten Stunde, ein Urblauberger. Oh oh. Oh, oh, oh. Ich sehe unser Problem gerade richtig groß werden. Make Blauberg great again! Die schöne Altstadt! Ja, die musste halt, ne? Solange ich Skifahren kann, das ist, ja, wobei der Hang ist eher steinig, ne? Also, du kannst versuchen. Tiefblau bin ich. So. Die Blauberger Lande, die ändern sich immer wieder. Sind nicht alle nach Lippograd abgewandert? Ja, wobei ich glaube auch viele tatsächlich in Blauberg, also Blauberg ist ja quasi so die Urarbeiterstadt, die wir haben. Die Minen und Erzmetropole. Ja. Besonders das Villenviertel gefällt natürlich Cold Blue hier oben, ja. Mit Blick über die ganze City. Wohnt hier eigentlich jemand? Nee. Ist auch kein Strom da. Ja, hups. Warum ist denn das so eine Stromversorgung? Ach, das ist ja gar kein Strom. Verdammt normal. Wer hat denn sowas gebaut? So.
Gut. Strom ist da. Blauberg ist der Ruhrpott von Zwergistan. Ja, das kann man schon ungefähr so sagen. Also ich finde, das ist gar nicht falsch. So, was ist das größte Problem hier? Keine Kirche. Das Problem sollte sich gelöst haben, glaube ich. Nee, tatsächlich noch nicht. Die kommen hier oben nicht hin. Ah, unangenehm. Alles unangenehm. So, warte. So. Schließen wir da mal so an. Das ist jetzt für den Moment nur Versorgungswege, damit die Oberstadt, die ja auch demnächst abgerissen wird, damit die hier noch ein bisschen was kann. So. Nicht arbeiten, weil es keinen Kindergarten gibt. Aber zum Kindergarten dürften sie jetzt doch langsam hinlaufen können, oder? Nee, das ist die Schule. Der Kindergarten müsste verfügbar sein für alle. Ja, schauen wir mal. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for.